Hallöchen, ihr Denale 4 und willkommen zurück bei The Elder Scrolls Online. Bei der Questline der dunklen Bruderschaft, wo ich jetzt hier bei der weiteren Quest bin, die da heißt Eine Lektion im Schweigen. Und ich muss mich erstmal mit dem lieben Tarnek treffen. Ich fragte mich schon, wie lange es dauern würde, bis ihr hier seid. Hat Astara euch nicht eine gewisse Dringlichkeit vermittelt, was diese Mission angeht? Nach all diesen Jahren scheint sie doch noch weichherzig zu werden. Amüsiert ihr euch denn wirklich über alles? Ja, das würde ich schon sagen. Ich sehe das Leben als komplizierte Abfolge von Streichen und Reihenfällen. Abgesehen davon ist dies eure Mission. Ich bin nur zur Beobachtung hier und um euch Hilfe anzubieten, falls ihr euch übernehmt. Wo wir gerade davon sprechen, versucht bitte euch nicht festsetzen oder töten zu lassen. Ihr werdet also nur herumstehen und zusehen? Nein, das wäre ja langweilig. Ihr fangt damit an, die Priester der Predigerin zu ermorden, während ich mich der wahren Herausforderung stelle. Ich mache ihr Versteck ausfindig. Dann suche ich nach euch, damit wir sie gemeinsam umbringen können. Das wird die Leute von Quatsch Angst vor Sithis lehren. Was geschieht, wenn ich bei einem Mord gesehen werde? Lasst euch nicht sehen oder schlachtet jeden ab, der euch in die Quere kommt. Tut, womit auch immer ihr euch am besten fühlt. Am Ende landen sie doch sowieso alle bei Sithis. Warum sich also sorgen? Und jetzt geht da raus und kümmert euch um die Großpredigerin und ihre verlogenen Priester. Ja, klingt, als hätten wir einen Plan. Zeit, unsere Dolche mit Predigerblut zu benetzen. Okay, Allach, du Scheiße. Gut, also hier in der ganzen Stadt laufen anscheinend diese Prediger rum. Und die gilt es jetzt, ach du Kacke, zu töten. Woran erkenne ich die denn? Das ist jetzt die Frage. Woran erkenne ich diese fucking Prediger? Ah, natürlich wieder an den Symbolen. Ja, ist ja klar. Sind die das? Ach du Kacke. Okay, das wird jetzt wieder tricky werden. Also da wäre schon mal einer. Ich brauche natürlich ein abgelegenes Örtchen. Oder ein Priester an einem abgelegenen Örtchen. Das wäre natürlich besser. Nee, da gehe ich nicht rein. Okay, da steht noch einer. Und eine Wache. Da läuft einer rum. Bei den Augen von Akatosh! Schützt mich vor diesem Mörder! Okay, der wurde entdeckt. Okay, ich glaube, das dürfte eine etwas längere Angelegenheit werden, wenn man es wirklich unbeobachtet machen möchte. Beziehungsweise um nichts bemerkt zu werden. Okay, hier ist einer. Yeah, das war der erste. Wunderbar. Fehlen nur noch zwei. Oder ich warte einfach hier Spawnpunkt Camp, ne? Und dann batz, 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 ganz entspannt. So, also, einer ist schon mal weg, aber das wäre langweilig, von daher. Das wäre ja zu langweilig. Da liegt auch noch einer rum. Da steht einer, aber es ist viel zu viel Fußvolk anwesend. Die Arena von Quatsch entdeckt. Und die ist gut. Okay, nehme ich mit. Gib Punkte. Sehr schön. So, ist hier vielleicht irgendwo noch einer? Nee. Hundi. Okay, wo könnte ich noch jemanden ganz entspannt killen? Hier vielleicht? Jetzt bist du eine Wache.
Da läuft auch eine Wache rum. Nee, das ist irgendwie... Müsste ich warten, bis die da alle weg sind. Jetzt geht er weg. Und wer Mord als Geschäft betreibt, gehört zu den Schlimmsten. Ich muss ja auch irgendwo von leben. So. Kann der den umbringen? Hört geht mich das? An, Gläubige von Akatosh. Ich spreche von den übelsten Anhängern von Zetis. Da kommt eine Wache, Kumpel. Mach's nicht. Guck, wie sie alle abgeiern. Okay, ich such mir einen anderen. Ich such mir einen anderen Priester. Weitere Ablenkung. Gibt ja viele hier. Auch wenn die ziemlich frei rumstehen. Sehr beobachtet. Okay, hier liegen sie auch schon rum. Aber das ist alles zu lebhaft. Da ist direkt eine Wache. Aber das geht nicht. Das ist zu belebt. Es sei denn, er hier. Ja, komm, geh da hinten hin. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, wunderbar. Komm schon, auf. Hier ist doch schön, hier ist schön. Na, wunderbar. Und schön mit Öl. Jawohl. Klasse. Nummer 2. Und nicht entdeckt. Sehr gut. Dann brauche ich nur noch einen. Hier liegt gut. So. Wo ist der letzte mögliche Priester? Da läuft noch einer. Der steht schön abseits. Ja, okay, den hatte ich ja schon. Also, warum nicht nochmal? Sehr gut. Und wer bist du jetzt? Heute verbirgt sich auf dem Sitz ihrer Familie bei Quatsch. Ich treffe euch dort, Neuklinge. Und falls ihr die Matrone wirklich beeindrucken wollt, tötet unterwegs mehr Prediger. Okay. Dann würde ich sagen, mache ich erstmal diesen optionalen Schritt und würde mich dann meinem Hauptziel widmen. Ja, genau. Wo auch immer die sitzt. Spioniert das Anwesen der Großpredigerin aus. Okay, gut. Aber erstmal hier noch die Lappen. 2 Stück, das sollte ja schnell zu machen sein. Das ist ein cooles Zeichen. Okidoki. Sind hier noch 2 Priester. Da vorne steht einer. Ich hoffe mal, der geht noch irgendwo anders hin. Ja, nein, vielleicht. Beide sind auch Leute. Kriegt ihr das mit? Sieht ihr das? Es ist mir zu riskant, bin ich ganz ehrlich. Das ist mir zu riskant. Da ist noch einer, aber das ist auch viel zu viel Fußvolk anwesend. Es gibt eine böse, verborgene Verderbnis in Quatsch. So. Da vorne, aber der ist auch... Diese Schurken sind Feiglinge, die sich in den Schatten verstecken. Aber er könnte wieder nach da hinten gehen, ne? Ja, okay. Dann schnappe ich mir den. Der Hoffnung, dass die Olle dann da nichts mitkriegt. Ich hoff's, ich hoff's.
war die da eben gerade? Ich lass es lieber. Ich glaube, da saß vorhin nämlich keine rum. Hier wäre eine. Nee, das ist das. Ich will natürlich nicht entdeckt werden, deswegen bin ich ja gerade sehr, sehr vorsichtig, was das angeht. Ehrlicher Händler, vertrau diesem. So, und ich will natürlich auch von keiner Wache irgendwie hier festgenommen werden. Eine Wache, das ist... So, dich nehme ich jetzt. Wo gehst du hin? Sehr gut. Perfekt. Und noch einen und dann geht's weiter. Zum Anwesen der Großpredigerin. So, ein Einzelner noch. So, da sitzt einer, aber das sind viel zu viele Leute. Das geht nicht. Nehme ich den wieder am Ufer. Was langweilig wäre, aber hey. Aber dies hier, das ist mir zu riskant. Oh, der hier, jawohl, wunderbar. Ihn hier, da läuft doch keiner vorbei. Jawohl, super. Dann wäre das doch erledigt und dann würde ich sagen... Geht's jetzt zum Anwesen der Großpredigerin, wo auch immer das sein mag, da vorne. Okay, gut. Nicht hier rein. Das muss nicht sein, sondern aus der Stadt erstmal raus. Ich bin so hungrig. So, läuft doch wie am Schnürchen. Okay. Nur noch den Ausgang finden. Zahnlose Drache, machtlos, voller Angst. Da. Okay, ich bin gespannt, ob es dann irgendwie besseren Lohn, mehr Lohn gibt beim Abschließen dieser Quest, ohne entdeckt zu werden. Wäre eine coole Sache. Okay, dann. Das Anwesen der Familie Ad-Himma entdeckt. Das ist kein Schmortopf, das ist meine Wäsche. Ach du meine Güte. Spioniert. Kein Orden der Stunde? Folgt mir, Neuklinge. Ja, mache ich. Warte. Erstmal will ich hier gucken, ob es irgendwas zum Mitnehmen gibt, wenn ich schon mal hier bin. Das lasse ich mir nicht entgehen. Wobei, komm. Oder? Doch, ich gucke erstmal. So, da war nix. Und hier ist außer dem Bücherregal auch nichts. Oh, Apfelkorb. Honig. Salzreis. Ja, alles, was man so brauchen kann. Bauplan hochelfischer Tisch. Na, ob. Lohnt sich doch immer hier alles zu durchsuchen. Denn somit bekommt man immer nette Sachen. So, Wandschrank.
Warzenmelonenbrot. Schön. Ja, wunderbar. Ah, da geht's noch weiter hoch. Oh, schön. Dahin. Korund. Dietrich. Da geht's nicht weiter. So, Beistelltisch, ein Dietrich. Na also, hat sich doch gelohnt. So, dann kann ich sagen, rein in die Galerie. Neuklinge, kommt leise mit und hört zu. Eure Beute regt sich unter uns. Großpredigerin, habt ihr den Standort der Freistadt schon ausgemacht? Leider starb dieser Assassine, ehe er mir Nützliches verraten konnte. Ich werde noch einen fangen. Versucht diesen nicht zu töten, ehe wir nicht das Versteck der dunklen Bruderschaft kennen. Die haben den voll aufgepfählt, ey. Was geht denn ab? Fürst Akatosh, erhöre unsere Gebete. Lass mich die Leiche genau so hinlegen. Wer ist diese Kriegerin in Schwarz? Eine Art Söldnerin? Jetzt gilt's. Folgt mir. Okay, betretet den Verhörsaal. Ja, aber erstmal alles mitnehmen. Ich komm danach. Ginkgo Doppelbrandwein. Ja, cool. Schon 3 Rezepte gefunden. Sehr schön. So soll's sein. Das lobe ich mir. Oh, Fettgold, ne? Und 3 Münzen. Weißt du, so ein ganzer Haufen, ne? 3 Münzen. Gut. Okay, was ist hier noch an Zeugs? Ist da hinten noch was? Da ist nichts mehr. Hier geht's rein. Truhe mit einem normalen Ring. Rucksack, Bücherregal. Und noch mehr Gold. Ja, das kann man mitnehmen. So, was ist hier? Trauben, Apfel, Käse. Gut. Bananenchen. Jede Menge Sachen. Jawohl.